Bist du ein Engel? Denn du kannst ja fliegen. Und du bist tot. Mach dich bereit. Ich komme. Danke. Ständig kriege ich von dieser Frau einen ab. Weil du dich decken musst. Nimm die Arme hoch, Toretto. Yo, Leute. Wusstet ihr, dass die Fidschis aus 330 Inseln bestehen, aber nur ungefähr 100 davon bewohnt sind? Das ist doch mal ein Fun Fact. Yo, das hier ist kein Urlaub, also weg mit der Broschüre. Okay, okay. Nur noch ein schnelles Selfie. Leute, lächeln! Oh Mann, Fotobomb. Kaboom! Oh Mann! Eine echte Bombe! Eine echte Bombe! Zieht euch zurück! Sie führt euch durch ein Minenfeld! Okay, bleibt alarmbereit. Raffaella wird gleich lernen, wo Rauch ist, da ist auch Feuer. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob der Ausdruck passt in dieser Situation. Tja, wenn ihr Raffaella endlich fangen würdet, würden mir nicht die pointierten Sprüche ausgehen. Oh, ich glaub's nicht, wir sind in Paris. Die Stadt der brüderlichen Liebe. Was dagegen, wenn ich kurz den Eiffelturm auschecke? Cisco, nicht jetzt. Raffaella könnte überall sein. Überraschung! Sorry, muss euch ghosten. Leute, wir haben sie. Sie ist auf der Straße nach Nowhere. Was sei das, Toretto? Das war mein Spruch. Manche Leute haben einfach keinen Respekt. Als würde die Jagd in der Schweiz enden. Ist es das, wo wir sind? In der Schweiz? Oder Grönland? Oder Island? Oder... Ich weiß nicht. Irgendein Land ist es. Mann, diese ganzen Veränderungen in Höhe und Klima, die... Die machen mich krank. Ich habe mich erkältet. Cisco, eine Erkältung hat nichts zu tun mit dem Klima. Mit Viren. Ist nicht wahr, Bro. Und Ende. Temperaturschwankungen schwächen das Immunsystem und konstante Höhenänderungen können zu Drüsenverwirrung führen, was zu übermäßiger Schleimproduktion führt. Und bam, eine Erkältung. Hey, könnt ihr zwei Spezialisten für Infektionskrankheiten ruhig sein? Wir sind mitten in der Mission. Kaboom! Yeah, Brockenbrecher! Leila und Echo, seid ihr unterwegs? Wir kommen schon. Wie gefällt euch das? Ciao! Verdammt,